Der großartige Einsatz hat sich gelohnt. Nach 76 sieglosen Tagen endlich wieder ein voller Erfolg und 3 Punkte im Kampf gegen die Trostlosigkeit in der unteren Tabellenregion. Aber Fans und Mannschaft benötigen viel Geduld. 87. Minute. Der eingewechselte Junior, Knaller, der gebürtige Kärntner im Tor der Niederösterreicher, Jovanovic, Kogler, Kota und Jürgen Kampl mit dem erlösenden 1:0. Ja, stimmt. Der Trainer hat uns auch darauf hingewiesen, dass es ein Geduldsspiel wird. Und ja, wir haben uns Gott sei Dank zu unseren Gunsten entschieden. Die Schlussphase, ein einziger Triumphmarsch. Der FC Kärnten doppelt nach. Zafarin, der Holländer. Junior, das Missverständnis bei den Niederösterreichern. Maric und der eingewechselte Stanko Bubalo zum 2:0 Endstand. Man glaubt immer bis zum Schluss. Ich habe auch im Vorfeld schon gesagt, dass es gegen die Admira ein Geduldsspiel werden wird. Die Admira ist bekannt für ihr gutes Defensivsystem. Nur heute sind sie für diese Spielweise bestraft worden. Bitter für den FC Kärnten der Ausschluss für Robert Schilander. Zunächst Beleidigung des Assistenten, danach auch noch des Schiedsrichters. Schilander fehlt damit im wichtigen Meisterschaftsspiel am Sonntag zu Hause gegen Sturm Graz.